Servus ihr Lieben, Patrick hier und dieses Video werde ich gar nicht besonders ankündigen, denn es hat sehr, sehr polarisierenden Inhalt. Dir viel Spaß damit. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, liebe Zuschauer. Bei YouTube, bei Facebook, auf dem Smartphone und am PC. Dieses Video wird für mich persönlich eine große Herausforderung werden. Und ich möchte auch mit dir in diesem Video teilen, wieso. Wie diejenigen, die mich seit einiger Zeit schon verfolgen, wissen, komme ich aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich komme aus einer kaufmännischen Familie und habe auch selber meinen Kaufmann gemacht im Bereich Finanzen. Ich bin ein sehr kognitiver, kopflastiger Mensch und habe in den letzten 10 Jahren sehr viel versucht zu erreichen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und generell allgemein versucht, sehr viel zu erreichen in Form von meinen Zielen, die unter anderem waren, bekomme den Traumkörper, habe Erfolg mit Frauen oder mit dem anderen Geschlecht und werde beruflich erfolgreich. Und ich durfte unglaublich viele Methoden lernen, Techniken lernen, Tools lernen, Mindsets, Vision Boards, Visualisierung, Smart Formel, etc., wie man sich auf seine Ziele hin programmieren kann im Prinzip, sodass es mir möglich war, in all den Bereichen, wo ich dieses unglaubliche Verlangen hatte, dieses auch zu bekommen. Sprich, meine Glaubenssätze so einzustellen, dass es mir möglich ist, in 2 Jahren 40 Kilo abzunehmen und dabei Muskeln aufzubauen. Die Glaubenssätze, die es ermöglicht haben, heute fast lustig, 3000 Frauen anzusprechen in der Nacht und an dem Tag, um meinem Ziel näher zu kommen, besser im Umgang mit dem anderen Geschlecht zu werden und letztlich auch mit guten Freunden zusammen ein Unternehmen zu gründen und mich bereits mit 24 Jahren in die Selbstständigkeit zu begeben. Und das hat auch alles geklappt und das war auch alles schön. Ich sage an dieser Stelle bewusst schön, weil ich durch diese Erfahrungen für mich feststellen konnte, dass all diese Sachen im Außen, sowohl der Körper, den ich dann endlich erreicht hatte, so wie ich ihn mir gewünscht habe, sowohl der Erfolg mit Frauen, der irgendwann genau so war, wie ich ihn mir gewünscht hatte oder vorgestellt hatte, als auch im Bereich der Karriere, dass das alles schön war, aber mir nicht wirklich das gegeben hat, was ich immer gesucht habe. Sprich, es war schön, alles davon war schön. Es ist schön, wenn du eine schöne Zeit verbringst mit dem anderen Geschlecht, wenn es ein Miteinander ist, anstatt ein Gegeneinander. Es ist schön, wenn du übergewichtig bist und immer ein Sauerstoffzelt brauchst, wenn du Treppen hochgegangen bist und das jetzt nicht mehr brauchst, weil du fitter bist. Weil du mit mehr Leichtigkeit durch den Alltag gehst, all das ist schön, aber gleichzeitig hat mir all das auch nicht das gegeben, wonach ich auf der Suche war, sprich, wonach ich eigentlich im wahren Kern Ausschau gehalten habe und bin dann früher oder später auf die Erkenntnis gestoßen, dass die auch durchaus kein Geheimnis ist, denn sie ist überall öffentlich zugänglich, man kann es überall lesen und überall hören, dass wir das wahre Glück nur in uns selbst finden können. Also habe ich nach diesen Auswegen mich darauf konzentriert, mich auf die Suche zu machen nach dem Glück in mir. Denn wie finde ich das denn? Ich habe alle Sachen im Außen, sowohl die Karriere als auch das andere Geschlecht bzw. die Liebe und die Gesundheit im Prinzip durch, sage ich mal. Ist natürlich nicht ganz richtig, aber von den Erfahrungswerten für mich sehr treffend. Also müssen wir tatsächlich irgendwie das wahre Glück, das irgendwie in uns finden können. Und
Als ich mich dann anfing, darüber schlau zu machen, bin ich auf die Freimaurer aufmerksam geworden, bin Freimaurer geworden, wurde lange Zeit begleitet und werde es auch immer noch von dem Rabbiner, dem Rav Baruch Rabinowitz, dem ich nach wie vor aus tiefstem Herzen danke, zu dem ich immer noch einen guten Kontakt pflege und unglaublich dankbar bin für diesen. Über Interesse an der Kabbalah, unter anderem habe ich Kurse belegt beim Kabbalah Center in Berlin, in Schöneberg. Und über verschiedene philosophische Gesprächsrunden etc. hat sich eine Sache für mich immer mehr bewahrheitet. Ich habe mich sehr schwer getan mit diesem Video, weil ich weiß, wie solche Videos und solche Inhalte auf mich gewirkt haben, als ich vom Kopf her noch so sehr nach den Zielen im Außen gestrebt habe. Ich dachte nämlich, ja komm, ey, was soll dieser Scheiß, ich kann damit nichts anfangen, das war für mich nicht greifbar. Ich wusste nicht, was, wie genau soll ich das zuordnen. Es hat irgendwie logisch geklungen, aber für mich war das nichts. Ich wollte einfach meine Ziele erreichen. Und ich habe mich die letzten 10 Jahre mehr mit diesen irdischen Zielerreichungsdingern beschäftigt. Von daher kann es durchaus sein, dass mir die Hälfte meiner Audienz jetzt wegfällt, weil gesagt wird, okay, das ist nicht mehr der Patrick, den wir kennen. Was übrigens vollkommen richtig ist, denn natürlich bin ich nicht mehr der Patrick, den ihr kennengelernt habt, denn auch ich arbeite ja an mir und entwickle mich weiter. Und auf dieser Suche nach dem inneren Glück ist mir eine Sache aufgefallen, die sehr reißerisch klingen mag, sich für mich aber bewahrheitet hat wie kaum eine andere. Und zwar glaube ich, dass alle Menschen weltweit, unabhängig von Herkunft, unabhängig von Finanzen, unabhängig vom Beruf, komplett unabhängig, unter dem Strich, neben natürlich den Grundbedürfnissen, Nahrung und so weiter, nur einen einzigen Wunsch haben. Ein einziges Ziel, welches alle Menschen weltweit verbindet. Das ist gar nicht so einfach, denn wir können nicht sagen, alle wollen Geld, denn es wird immer Leute geben, die sagen, nein, Geld ist mir nicht so wichtig. Und wir können auch nicht sagen, dass alle Menschen Sex wollen, denn manche sind asexuell, für manche ist das nichts. Was ist der Wunsch, den alle Menschen gleichzeitig innehaben und wonach alle streben, ob bewusst oder unbewusst? Dieses Ziel ist der Wunsch nach langfristigem, anhaltenden, dauerhaften Glück. Das ist etwas, was alle Menschen verbindet, weltweit. Ich kenne keinen Menschen, der wirklich sagt, oh nee, ich bin gerne unglücklich. Und ich kenne auch keinen Menschen persönlich, der sich wünschen würde, weniger glücklich zu sein, als er es aktuell ist. Jetzt nennen wir dieses langanhaltende, dauerhafte, anhaltende Glück symbolisch Licht. So, dieses Licht ist die Symbolik für langanhaltendes, dauerhaftes, unabhängiges Glück, welches auch bleibt. Wir können dieses Licht vergleichen mit einer Glühbirne. Wenn eine Glühbirne durchgehend brennt, dann haben wir ein langanhaltendes, gleichbleibendes, dauerhaftes Licht. Das ist gut. Wenn wir jetzt metaphorisch gesprochen danach streben, dieses innere Glück, dieses Licht zu finden, verirren wir uns manchmal in Stellfallen im Außen. Alkohol, Sex, Drogen, Macht, Reichtum beispielsweise können diese Stolperfallen sein, die dazu führen, dass wir kein langanhaltendes, dauerhaftes Glück haben, sondern wie bei einem Kurzschluss, die Glühbirne wird kurz extrem hell und danach wird es komplett dunkel. Das heißt, wir haben diesen Zickzack-Effekt. Wir haben einen tollen Partyabend, sind happy und die meisten werden das wissen, am nächsten Tag sind wir bereits enorm viel weniger happy. Oder wir kaufen uns neue Schuhe, sind glücklich und dann wieder weniger glücklich. Bei größeren Sachen derselbe Effekt, nur er braucht, hält vielleicht etwas länger an, bei einem Auto oder bei einem Haus,
Aber genau wie Arthur Schopenhauer sagt, sind alle Quellen des äußeren Glückes der Natur nach höchst unzuverlässig. Denn das ist die Natur, es kommt, es geht, ein Stirb und Werde, ein Einatmen, ein Ausatmen, ein Ebbe und ein Flut. Die Natur hat immer ihren Lauf. Loslassen und Festhalten entsteht bei uns im Kopf. Nun ja, ich war dann an dem Punkt erkannt zu haben oder gemeint erkannt zu haben, dass alle Menschen dieses innere Verlangen verbindet, ob bewusst oder unbewusst. Diejenigen, die dieses bewusste Verlangen für sich erkannt haben oder auch nicht erkannt haben, aber sehr danach streben, nach etwas suchen, nennt man im Bereich der Spiritualität Suchende. Das heißt, man hat die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, da ist noch irgendwas fehlt mir noch. Man ist irgendwie immer auf der Suche in der Philosophie, Spiritualität, in Religion, in Esoterik, in Hermetik und so weiter, macht sich schlau, diskutiert viel und sucht nach irgendwas. Diese Menschen nennen wir Suchende. Aber ich glaube auch, dass alle anderen Menschen, die nicht bewusst oder unbewusst auf der Suche sind, dieses eine Ziel verfolgen, des langfristigen, dauerhaften, unabhängigen Glücks, lediglich auf der Suche dahin, weil sie sich dessen nicht bewusst werden, ihr Glück sich erhoffen von diesen irdischen Sachen im Außen. Wenn ich das Ziel erreicht habe, bin ich glücklich. Wenn ich endlich mein Sixpack habe, bin ich glücklich. Wenn ich Sex habe, bin ich glücklich. Wenn ich Drogen nehme, bin ich glücklich. Wenn ich das gekauft habe, bin ich glücklich und so weiter. Manche Menschen sind ihr Leben lang dabei, dieses innere Glück, nach dem sie eigentlich suchen, sich im Außen zu erhoffen durch ein extrem hohes Maß an Reichtum beispielsweise oder ein extrem hohes Maß an Sex oder ein extrem hohes Maß an Drogen. Selbstredend ist bekannt, dass die meisten Extrema nicht förderlich sind für das Glück. Das ist das Yin und Yang, die Harmonie, der Weg der goldenen Mitte. In der Regel sind es nicht die Extrema, die uns zu Glück führen. Dieses Licht, von dem ich spreche, von dem man in der Spiritualität spricht, steht für das langanhaltende, dauerhafte, langfristige Glück. Es steht für Erleuchtung, es steht für Erkenntnis, für Weisheit. Und wird jetzt also von der Menschheit angestrebt, wissentlich oder unwissentlich. Ich persönlich kann jedem Menschen dazu raten, dieses möglichst früh in seinem Leben zu erkennen, weil ich in den letzten Jahren auch ebenfalls Menschen kennenlernen durfte, die ihr Leben lang versucht wurden auf ihrem Weg und mit sehr viel Geld im hohen Alter auf ihrem Sterbebett erkennen mussten, dass sie ihr Leben lang einer Illusion hinterhereilten, denn es war nie das Geld oder das hedonistische Glück als Folge des Geldes, was sie eigentlich wollten, sondern dieses Gefühl im Inneren, was sie durch externe Sachen nie bekommen konnten. Das heißt, je früher du das erkennst, umso mehr Leid wirst du dir definitiv in deinem Leben ersparen. Jetzt stellt sich natürlich, wisst ihr, diese Erleuchtungssache, und ich nenne es nicht Erleuchtung, weil das ist der Begriff, das ist das Problem der Worte. Ein Bruder von mir hat so schön gesagt, Worte sind belanglos, denn sie sind nur der Finger, mit dem wir auf den Mond zeigen. Das heißt, wir wollen den Mond beschreiben, müssen aber die Worte nutzen, um etwas zu beschreiben. Es ist nicht die Sache selbst, es ist nicht der Mond selbst. Es ist nur das beschreibende Element von etwas, über das wir hier reden. Und das Problem ist, wenn ich von Erleuchtung spreche, dann sind in der Regel, vielleicht 60% der Zuschauer schon eventuell leicht abgetörnt, weil es nichts Greifbares ist. Es klingt zu spooky, es klingt zu spirituell, es klingt zu esoterisch, zu abstrakt oder keine Ahnung was. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil es bei mir ja selbst war. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt seit 2 Jahren so viel erlebt in der Hinsicht, so viel gesehen in der Hinsicht, so viele Gespräche gehabt und so viel lernen dürfen,
dass es sich für mich falsch anfühlt, nicht darüber zu reden. Dass es sich für mich falsch anfühlt, euch Sachen zu geben, wo ich glaube, das ist das, was ihr hören wollt, aber gleichzeitig, wo ich sage, okay, ich bin nicht mehr so ganz, ich will nicht sagen überzeugt davon, ich bin überzeugt davon, weil ich bin diesen Weg gegangen, aber es gibt noch viel mehr. Und dieses viel mehr, das würde ich einfach gerne mit euch teilen, ab sofort. Wenn wir von Erleuchtung reden, dann ist, glaube ich, eines der elementarsten Sachen zuallererst, dass wir uns die Frage stellen, wie wir diesen Zustand bzw. ob wir diesen Zustand überhaupt erreichen können. Und die Antwort ist ja. Es hat verschiedene Gründe, warum ich davon überzeugt bin, aber es gab und gibt immer Menschen auf der Welt, die davon berichten und das Ganze ziemlich einheitlich. Sprich, Leute wie Jesus, Krishna, Buddha, Osho, Eckhart Tolle, Ramana Maharshi oder wen man auch nennen will, haben eine enorm hohe Deckungsgleichheit, wenn sie über ihre ganz subjektiven Erfahrungen mit der Erleuchtung oder nennen wir es Erfüllung oder mit ihrem Aufwachen reden. Das, was für mich jetzt interessant war zu beobachten, war, dass die Beschreibung dieser Menschen, die diesen Zustand erreicht haben, sprich von Ramana oder von Krishna, Jesus, von Buddha, von egal von wem, sich eins zu eins deckten mit den subjektiven Erfahrungen von Gott, sowohl von Juden als auch von Christen als auch von Moslems. In meinem Paradigma ist das Paradies bei den Christen und den Juden nichts anderes als die Transzendenz in der Spiritualität, eventuell die Erleuchtung, das Nirvana oder die innere Auflösung vielleicht, wie wir es auch immer nennen wollen. Es ist für mich ein und dieselbe Sache. Vom Wording her kann das aus kultureller Sicht verschiedenste Hintergründe haben, warum derselbe Zustand manchmal etwas anders beschrieben wird. Aber in der Essenz, wenn man sich das anguckt von Menschen, die das erfahren haben, dann deckt sich die Beschreibung des Erlebens von Gott von einem Juden oft eins zu eins mit der Beschreibung des Erlebens von Gott von einem Christen und von einem Muslim. Das heißt, egal mit welchem der monotheistischen Religion, mit welchem Anhänger ich gesprochen habe, bisher habe ich nicht gehört, dass Gott ihnen erschien in physisch-materieller Gestalt. Sprich, ich habe noch nie gehört, dass da ein Muslim oder ein Christ vor mir sitzt, der sagt, Patrick, ich habe Gott erlebt, ist übrigens ein Schwarzer oder ist eine Frau. Ne? Das habe ich noch nie erlebt, sondern in den meisten Fällen zeigt sich Gott in einem. Das steht auch in der Bibel, Gott ist inwendig in euch. Das heißt, er zeigt sich durch enorme emotionale Ausbrüche manchmal durch Zittern, manchmal durch Sachen im Außen, die aber nicht physischer Natur sind. Und die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, beschreiben genau das. Da stellt sich mir natürlich die Frage, dass wenn sowohl spirituelle Menschen als auch die Esoteriker, als auch die Buddhisten und Juden, Christen und Moslems denselben Zustand mit selben Worten beschreiben, dann liegt für mich vieles nahe, dass es auch dasselbe Erleben ist von Gott oder von dem Universum oder von Energie oder von Schwingung oder von der Weltformel oder von einem Higher Consciousness oder von irgendwas. Das heißt, für mich gibt es da oben eine Source, eine Quelle, und daraus leiten sich die verschiedensten Strömungen ab. Wir haben die
Esoterik, die Spiritualität, die Hermetik, wir haben die monotheistischen Religionen, die Juden, die Moslems, die Christen, wir haben die Buddhisten und die Hinduisten, wir haben verschiedene Bruderschaften wie die Rosenkreuzer, die Freimaurer, die Tempelritter und was es noch alles geben mag. Und ganz viele davon sind Lichtkulte. Jesus sagte beispielsweise, ich bin das Licht. In der Bibel, am ersten Tag wurde das Licht erschaffen und am vierten Tag erst die Sonne als Lichtquelle. So, wenn man da aufmerksam ist, dann kann man sich ja die Frage stellen, warum es überhaupt Religion gibt und ob Religionen wirklich das Element sind, was die Menschen zusammenbringt oder was die Menschen trennt. An dieser Stelle möchte ich nicht zu weit darauf eingehen, weil Religion, Politik, das sind, ist euch natürlich bekannt, emotional topics. Und ich persönlich denke einfach oder habe für mich den Anspruch, dass es etwas geben muss oder dass es eventuell klüger wäre, sich zusammenzutun, alle Menschen, die Spirituellen, die Esoteriker, die Christen, Juden, Moslems, Buddhisten, Hinduisten und auch die Atheisten, eventuell, in unglaublicher Toleranz und in einem Glauben an etwas Höheres, ohne es, ohne den Weg dahin, über sein Verein zu identifizieren. Denn ich erlebe bei vielen Christen, ja, ich habe Gott erlebt und das ist der Zustand, aber da muss man Christ für sein, und um das erleben zu können, denn nur Jesus kann einen retten. Oder von den Moslems, oder egal aus welcher Richtung, eventuell ist es ein und dieselbe Quelle, die alle Menschen anzapfen, aus den verschiedensten Richtungen heraus, und ein und derselbe Zustand, den alle erfahren. Und eventuell ist uns damit geraten, dass wir uns konzentrieren auf die Schnittmengen, auf die Essenzen dieser Quelle, die jeweils unterschiedlich beschrieben wird. Und wenn wir das tun, finden wir vielleicht einen direkten Weg zu dieser Quelle in uns, eventuell auch außerhalb, aber eventuell können wir diese Quelle in uns direkt anzapfen, ohne über monotheistische Religion oder fundamentalistische Haltungen gehen zu müssen, um das zu erkennen. Mein Ziel, mein großes Ziel als YouTuber, als Mensch, als Trainer im Bereich Spiritualität ist es, und das mag jetzt für viele auch etwas spooky klingen, mehr Bewusstsein in die Welt zu bringen. Mit mehr Bewusstsein ist nicht irgendwas New Age irgendwas gemeint, sondern mehr bewusstes Sein. Denn ich glaube, dass die Menschen in der heutigen Zeit sehr wenig bewusst sind. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind einen Großteil ihrer Zeit am Smartphone und mit ihren Gedanken in der illusionären Zukunft oder in der illusionären Vergangenheit. Sie machen sich Sorgen über etwas, was passieren könnte, oder sind traurig über etwas, was längst geschehen ist. Und sie sind eben nicht präsent, sondern werden von ihrem Denken beherrscht. Je mehr wir bewusst sind, das heißt, die Welt über unsere fünf Sinne erfahren und uns nicht in unserem virtuellen Konstrukt innerhalb unseres Gehirns bewegen, je mehr wir bewusst sind, umso mehr, umso näher werden wir diesem Licht kommen. Es gibt ein schönes, schöne Metapher innerhalb der Kabbala. Da heißt es, dieses Licht, nach dem gestrebt wird, ist immer da. Man müsste sich das vorstellen wie eine Glühbirne, die mit ganz vielen Tüchern behangen ist. Und je bewusster man wird, umso mehr realisiert man, warum etwas wie passiert. Und je bewusster man wird, ist es jedes Mal, als wenn die verdunkelte Glühbirne man ein Tuch nach dem anderen abnimmt und man kommt immer mehr zum Licht, es kommt immer mehr Licht, was die ganze Zeit über da war, nach außen, es dringt immer mehr Licht nach außen vor und die Lampe wird immer heller, obwohl das Licht, und das ist wichtig zu verstehen, die ganze Zeit über da war. Ja, ich denke,
Das ist das hiermit war mit diesem Video. Ich habe gerade gesehen, dass ich 25 Minuten spreche. Fazit ist, dass ich mit euch teilen wollte, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr in diese Richtung gehen wird, was den einfachen Hintergrund hat, dass es das, was ich erlebt habe, die Veränderung, die damit einherging, die Erkenntnisse, die damit einherging, in Bezug auf Menschen, in Bezug auf alles, sind so extrem geworden in den letzten 2 Jahren bei mir, dass ich es mich nicht mehr mit mir vereinbaren kann, nicht mit euch darüber zu reden. Für manche mag es nicht greifbar sein, dann tut es mir leid. Eventuell kommt irgendwann der Punkt, wo ihr damit mehr in Resonanz geht, eventuell auch nicht. Und für diejenigen, für die das interessant ist, die dürfen gespannt sein auf einige sehr interessante Monate, hier unter anderem bei YouTube, in Form von Seminaren, in Form von Webinaren und vieles mehr. So, ihr Lieben, das lag mir enorm auf dem Herzen und ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche, genießt den Montag, macht euch eine schöne Zeit und wenn dir dieses Video gefallen hat, beziehungsweise diese Inhalte, dann lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal, damit du in Zukunft keines der neuen Videos verpassen wirst. Dir noch einen schönen Tag, adios, bis dahin.